Ich habe meine Doktorarbeit gemacht und äh, versucht, diese Quelle im Zentrum der Milchstraße zu verstehen, die das große Schwarze Loch sein sollte da. Und es war eine spannende Zeit damals, weil eine Gruppe in München, Herr Gänzel, hatte zum ersten Mal Sterne da entdeckt oder eine Emission von, von Sternen oder vom Schwarzen Loch selber. Und meine Kollegen haben mit Radiobeobachtungen gemessen. Und wir haben versucht, das theoretisch zu verstehen. Und äh, wir konnten das erklären mit einem Modell für schwarze Löcher, das eigentlich entwickelt wurde für Quasare, für ganz helle Objekte. Und wir haben es runterskaliert und gesagt, das ist eigentlich ein schwarzes Loch wie ein Quasar, aber ein schwarzes Loch auf einer Fastenkur. Ein schwarzes Loch, was eigentlich kaum gefüttert wird, das unter, ne, unterernährt ist. Und äh, dann kann ich die Radioemission sehr gut erklären. Und da war so ein Detail. In diesem Modell, was mich stutzig machte, nämlich, dass die Radioemission bei ganz hohen Frequenzen immer dichter vom schwarzen Loch herkam und bei einer bestimmten Frequenz direkt eigentlich vom Ereignishorizont kommen sollte. Und dann hörte die Strahlung auch auf. Ich dachte, wow, also vielleicht ist das die Strahlung, die wirklich am Rand des schwarzen Lochs gemacht wird. Aber leider, leider ist dieses schwarze Loch doch viel zu klein, um es sehen zu können. Auch hatten zwar meine Kollegen äh, so eine Technik entwickelt, die VLBI-Technik, um äh, schwarze Löcher zu sehen, aber die Auflösungen waren nicht groß genug für den Ereignishorizont, der relativ klein war. Und dann habe ich irgendwann in der Bücherei ein Konferenzbuch gelesen über schwarze Löcher aus den 70er Jahren. Und da hat ein Kollege, Herr Bardin, 1973 ein... Ähm, ein, ein, ein Artikel publiziert, den eigentlich kein Mensch gelesen hat, hat, ist kaum zitiert gewesen. Wie sieht ein schwarzes Loch aus, wie, wie es vor einem Stern langzieht? Das ist viel zu klein, kann man gar nicht sehen. Aber wenn man das macht, dann sah man das kleine schwarze Loch und einen riesigen Ring drumherum, wo das Licht verschwand, das vom, Schwarz, vom Stern dahinter kam. Also das Licht vom Stern kommt von hinten, wird abgebogen und verschwindet im schwarzen Loch. Und ich dachte, ich Idiot. Natürlich. Ein schwarzes Loch biegt natürlich Licht ab, und es ist nicht nur das Licht, was direkt im Ereignishorizont verschwindet, sondern das Licht weiter außen, das verschwindet. Das heißt, das Loch, was man sehen würde, ist viel größer als nur dieser Ereignishorizont, wenn man das ausrechnet. Und dann war es gerade groß genug, dass man es mit der Technik sehen könnte. Und wir haben das dann weiter ausgerechnet und entwickelt und dann ein paar Jahre später erst diesen Artikel geschrieben und auch sehr genau beschrieben, zusammen mit meinem Kollegen Eric Egel und, und Fulvio Melia. Und haben dann darüber nachgedacht, wie nennen wir denn dieses Loch, das man da sieht. Wenn, wenn so ein schwarzes Loch umgeben ist von Licht. Ja, also in diesen Modellen war das schwarze Loch in einer Lichtwolke eingebettet. Und dann würde man da drin so ein Loch sehen. Aber ich meine, wir können es ja nicht Loch nennen. Und dann haben wir darüber diskutiert und haben gesagt, wir nennen es den Schatten des schwarzen Lochs. Und ich finde das immer noch eine gute Idee, das Schatten zu nennen. Man kann ein schwarzes Loch nämlich nicht wirklich sehen, aber man kann seinen Schatten sehen. Und das, was sozusagen fehlt, das fehlende Licht, was absorbiert wird. Und das führt eben zu so einer Struktur. Und wir haben damals gesagt, also, wenn man die Technik ein bisschen weiterentwickelt, innerhalb von zehn Jahren kann man das sehen. Da kann man endlich ein schwarzes Loch fotografieren. Ja, das war vor 20 Jahren. Also, da lagen wir nicht ganz richtig in der Vorhersage, aber am Ende ist es dann doch gelungen. Also mit den Radioteleskopen ist das eigentlich ein bisschen so bei schwarzen Löchern wie mit einem Röntgenapparat. Man schaut eigentlich in die Quelle hinein. So ein schwarzes Loch ist umgeben von einer Akkretionsscheibe von Gas und das spuckt auch wieder so ein Plasmajet hinaus, der fast mit Lichtgeschwindigkeit nach draußen schießt. Aber wenn man Radiowellen verwendet, um sich so ein schwarzes Loch anzuschauen, dann sieht man meistens nur die äußere Hülle davon. So als würde man einen menschlichen Körper ansehen, da würde man nur die Haut sehen. Man muss zu ganz hohen Frequenzen gehen, zu kurzen Wellenlängen, dann dringt das Radiolicht tiefer ein eigentlich in diese Quelle und man kann bis auf die Knochen sehen. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, wenn wir zu ganz kurzen Wellenlängen gehen, zu hohen Frequenzen, dann sehen wir bis durch zum Schwarzen Loch. Deswegen war es wichtig, zu hohen Frequenzen zu gehen. Und dann gibt es noch einen zweiten wichtigen Grund. Die Auflösung eines Teleskops hängt ab von der Wellenlänge. Und zwar, je größer ein Teleskop ist, desto schärfer ist es. Aber auch je kleiner die Wellenlänge ist, desto besser. Und äh, beim weltweiten Teleskop hat man eine Grenze, nämlich die Größe der Erde. Die kann man nicht viel größer machen im Moment. Und äh, dann muss man schon zu ganz kleinen Wellenlängen gehen im Radiobereich, dass man überhaupt die Auflösung hat. So ein Senfkorn in New York. Von Deutschland aus zu sehen. Und das ist das, was man nämlich braucht, um ein schwarzes Loch sehen zu können. Und das war eigentlich schon klar äh, in den Jahren, in den Ende der 90er Jahre, dass man das machen muss. Aber diese kurzen Wellen, die brauchen ganz bestimmte Teleskope. Die brauchen viel bessere Teleskope, die viel genauer sind an ihrer Oberfläche im Vergleich zu den anderen großen Radioteleskopen. Also, wir haben in Effelsberg so ein großes 100-Meter-Radioteleskop. Da habe ich meine Doktorarbeit auch mitgemacht. Und das war ausgelegt, um bei Zentimeterwellen zu messen. Und das ist immer wieder verbessert worden. Bis 3 mm Wellenlänge kann man da inzwischen messen. Das ist zehnmal besser, als man es jemals designt hat. Aber bei 1 mm Wellenlänge und noch besser, da hört es auf. Und das zweite Problem ist, man braucht eigentlich eine sehr trockene Atmosphäre, weil die die radiowellen gehen zwar durch das plasma beim schwarzen loch hindurch, aber sie werden durch so etwas einfaches wie wasserdampf in der atmosphäre werden sie absorbiert. das heißt, diese millimeterwellen, die gehen bis zur nächsten wolke und dann bleiben sie hängen. man muss also eine sehr trockene atmosphäre haben und keinen wasserdampf. und das ist in deutschland in effelsberg, in der eifel, wo das radioteleskop steht. Das ist nicht so einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Also man muss eigentlich auf hohe Berge gehen, in trockenen Regionen, in Spanien, in Chile, in der Hochwüste oder auch im Südpol, wo es so kalt ist, dass kaum noch Wasserdampf in der Atmosphäre ist. Und diese Teleskope, die sind erst in den letzten 10, 20 Jahren äh, richtig weiterentwickelt worden. Und das allergrößte, das empfindlichste Radioteleskop bei Millimeterwellenlängen, das Alma-Teleskop in Chile, das ist erst vor zwei Jahren, 2017, so weit gewesen, dass es in so einem WLBI-Netzwerk mit allen anderen Teleskopen zusammenarbeiten kann. Und ähm, das heißt, wir mussten so lange warten, bis das da war. Und um die Empfindlichkeit noch größer zu machen von äh, diesen Teleskopen, will man gern möglichst viel Licht sammeln. Also je größer ein Teleskop ist, desto mehr Licht hat, desto mehr Empfindlichkeit hat man. Aber auch je mehr Licht, je mehr Farben man sammeln kann, je mehr Radiofarben, auch Radiowellen haben Farben, desto mehr Energie hat man, desto empfindlicher ist man. Und was wir machen müssen, wir müssen das Licht digitalisieren. Wir speichern es auf Festplatten. Man braucht unglaublich viele Festplatten und Digitalelektronik, die ganz breitbandige Signale verarbeiten kann. Und das ist erst auch in den letzten Jahren möglich geworden. So viele Festplatten. Wir haben dreieinhalb Petabyte Daten aufgenommen. Wir haben 1000 äh, Festplatten fast gekauft mit 6, 8 Terabyte. Ja, die gibt es noch nicht so lange. Also äh, alles davor wäre vielleicht auch möglich gewesen, aber erst jetzt ist die Technik so weit, äh, dass das alles geht. Dann vielen Dank an all diejenigen, die im Internet gesurft haben, die Festplatten gekauft haben, denn die Tatsache, dass jeder heutzutage Festplatten und Computer gebraucht, die hat das erst möglich gemacht. Ein wichtiges Kriterium für Wissenschaftlichkeit ist ja auch, dass Experimente wiederholbar sind. Gut, das können wir machen, wir können doch mal öfters beobachten, aber es muss auch überprüft werden können. Und wie macht man das, wenn man nur eine Welt hat? Wir brauchen ein Teleskop so groß wie die Welt und wir können keine zweite bauen, um unabhängig davon das Experiment noch einmal zu wiederholen. Das heißt, wir mussten dafür sorgen, dass wir selber uns kontrollieren. Wir haben also alles. In der Analyse zweimal oder sogar dreimal gemacht. Wenn die Daten zurückkamen von den Teleskopen, dann gingen sie zu zwei verschiedenen Zentren, einmal nach in der Nähe von Boston, nach Haystack und einmal nach Bonn, wo sie korreliert worden sind. Da wurden die Daten zusammengefügt. Unterschiedliche Leute, unterschiedliche Institute, unterschiedliche Länder und sogar unterschiedliche Kontinente. Und dann wurden sie verglichen und es stimmte. Und dann wurden die Daten kalibriert mit drei verschiedenen. Äh, Softwarealgorithmen mit drei verschiedenen Programmpaketen von verschiedenen Leuten, die auch so ein bisschen im Wettstreit waren, wer hat eigentlich die bessere Kalibration und man hat es dann verglichen. Dann ging man hin zu einem großen Team und hat die Bilder gemacht. Das ist auch nicht so einfach, aus so einem großen Netzwerk Bilder zu machen. Da sind einige Annahmen drin, die man machen muss. Man muss Parameter bestimmen, um so ein Bild zu machen. Und das erfordert sehr viel Sorgfalt. Machen wir das richtig? Wir haben es erst getrennt gemacht. Das waren vier verschiedene Teams, die unabhängig voneinander als erstes die Daten bekommen haben. Die Daten kamen irgendwann Mitte in der Nacht frei und da sind ein paar von den Studenten direkt losgesprungen und haben die ersten Bilder gemacht. Am nächsten Morgen konnten wir dann die allerersten Bilder sehen. Überall auf der Welt in verschiedenen Gruppen sahen Leute zum ersten Mal dieses Bild und durften aber nicht miteinander reden, weil wir wollten... Ihm Zeit geben, eine Woche lang, um daran zu arbeiten, das beste Bild rauszusuchen, das wir machen können, um es dann zu vergleichen. Und dann kam der große Moment. Jeder hat dann, jede Gruppe hat dann ihr Bild eingeschickt und wir haben es miteinander verglichen. Und alle sahen einen Ring. Und das war eigentlich der erhabene Moment. Da wussten wir, so ganz falsch kann es nicht sein. Und dann haben wir nochmal alles weggeworfen und haben dann von vorne angefangen und haben Computeralgorithmen benutzt, um auf Basis von simulierten Daten herauszufinden, welche Bilder und welche Algorithmen funktionieren am besten. Und auch da haben wir wieder drei verschiedene Algorithmen benutzt, um dann Bilder zu machen. Dann haben wir auch noch schwarze Löcher simuliert. Und zwar nicht nur in einer Gruppe, sondern in drei verschiedenen Gruppen haben wir schwarze Löcher simuliert. Mit wieder drei verschiedenen Programmen. Und äh, haben sie dann verglichen mit den Daten. Auch wieder nicht nur mit einem Programm, sondern in zwei, drei verschiedenen Gruppen mit drei verschiedenen Programmen. Alles wieder gegeneinander gecheckt. Deswegen war das eine sehr spannende Zeit, weil es war sehr nervenaufreibend. Wer hat Be den besten Algorithmus? Am Ende haben alle wunderbar funktioniert. Man hat sich auch gegenseitig angespornt. Es war ein bisschen so wie im, äh, in einer Fußballmannschaft, wo jeder versucht, eigentlich so seinen Stammplatz zu erobern und am Ende gewinnt man eigentlich gemeinsam, wenn man das tut. Und, ähm, ja. und jetzt haben wir die Daten öffentlich gemacht. Das heißt, Diejenigen, die ein bisschen Zeit haben und ein bisschen Ahnung davon haben, können versuchen, selber Bilder zu machen. Aber es erfordert natürlich Sorgfalt und man sollte mal in den Artikeln lesen, was so die richtige Methode ist. Aber wir haben ja unglaublich viele Ideen und Modelle gehabt von schwarzen Löchern, gerade wie sie in der Nähe vom Ereignishorizont funktionieren sollten. Und sehr viel von der Energie, die meiste Energie von Schwarzen Löchtern, kommt raus in der Nähe des Ereignishorizonts. Da wird, da passiert die Action, da geht's los. Und all das was war bisher eigentlich ja Fantasiemodelle. Und wir haben immer gedacht, die Modelle sind ziemlich gut, aber wir konnten sie eigentlich nicht wirklich testen. Und was wir jetzt sehen ist, dass unsere Modelle wunderbar eigentlich die Ergebnisse wiedergeben. Und das ist immer noch ein unscharfes Bild, was wir jetzt haben. Wir werden noch viel mehr Informationen herausholen in der Zukunft, unsere Modelle viel besser verbessern können. Ich denke, dass wir in den nächsten zehn Jahren lernen werden, wie man diese Plasma-Jets produziert, wie schwarze Löcher es schaffen, Strahlbündel von Plasma hinauszuschießen mit beinahe der Geschwindigkeit von Licht. Wir werden vielleicht auch etwas mehr lernen über die Eigenschaften von schwarzen Löchern. Im Moment ist das schwarze Loch in m 87 noch sehr geheimnisvoll. Es hat uns noch nicht erzählt, ob es sich zum Beispiel dreht und wie schnell es sich dreht. Das ist einer der großen Fragen in der Astrophysik. Wie schnell drehen sich schwarze Löcher? Was ist deren Eigenschaften? Und da ist der Schatten eines schwarzen Lochs noch etwas, was sozusagen die, das wahre Gesicht dieses schwarzen Lochs noch verhüllt. Aber da werden wir auch dran arbeiten und noch schärfer werden. Und dann wird man auch Details sehen und zum Beispiel die Drehrichtung von schwarzen, nein, die Drehrichtung, sondern die die Geschwindigkeit, mit der sich ein schwarzes Loch dreht, messen können. Und dann wird man noch mehr Tests machen können von der allgemeinen Relativitätstheorie. Wir haben ja jetzt nur an der Oberfläche gekratzt. Eine der großen Fragen, die auch noch da ist, ist, haben schwarze Löcher Haare? Also haben sie noch mehr Eigenschaften? Also ein schwarzes Loch ist ja eigentlich so ein Kahlkopf, ein Karl-Karl-Ball, der eigentlich nur aus zwei Parametern beschrieben ist. Wie groß er ist, das heißt, wie groß ist die Masse und wie schnell dreht es sich. Alle anderen Eigenschaften verschwinden in schwarzen Löchern. Aber hat es vielleicht doch noch andere Informationen? Sieht es doch noch ein Stück anders aus als so ein rotierender Ball im Nichts? Und das ist nämlich das, was die Relativitätstheorie vorhersagt. Und auch diese Tests können wir besser machen in Zukunft. Ähm, zum Beispiel darüber, wie rund ist dieser Schatten. Der Schatten sollte sehr, sehr rund sein wenn er wirklich aus der Relativitätstheorie kommt und wenn wir wissen, wie schnell sich das schwarze Loch dreht, wissen wir exakt, wie der Schatten auszusehen hat. Und ähm, das werden wir testen können. Stimmt das dann immer noch, wenn wir noch schärfere Bilder machen? Hat Einstein dann immer noch recht? Und vielleicht hat der alte Kerl tatsächlich am Ende immer noch recht und wir haben es nicht geschafft, ihn zu widerlegen, aber dann stehen wir zumindest auf sicherem Boden, was schwarze Löcher angeht, wobei man, ich weiß nicht, ob man da wirklich stehen kann. Das schwarze Loch in M87 war natürlich fantastisch, dass wir den Schatten sehen könnten, konnten. Aber äh, die wirkliche Wissenschaft erwarten wir letztlich vom Zentrum unserer Milchstraße. Warum? Weil da die Masse unglaublich gut bestimmt ist. Und das ist der Hauptparameter eines schwarzen Lochs. Durch die Bewegung der Sterne, die zum Beispiel mit dem ESO-Experiment Gravity von unseren Kollegen aus München gemessen worden ist, kann man sehr genau bestimmen, was ist die Masse. Ähm, und wenn wir den Schatten dazu haben, können wir tatsächlich auch vielleicht ein paar Prozent, die Theorie von Einstein bestätigen oder vielleicht sogar widerlegen. Ähm, die Quelle ist sehr variabel, die bewegt sich, die ist sehr aktiv. Wir müssen da also viel länger beobachten, wahrscheinlich diese Variabilitäten herausholen. Das macht es nicht einfach. Es ist wie so ein Kleinkind, der auf dem Stuhl hin und her wibbelt. Ähm, da will man eine ruhige Aufnahme machen. Also da muss man eigentlich einen Film aufnehmen. Man muss den ganzen Film machen, um zu gucken, wie sich das schwarze Loch verhält. Und äh, dafür müssen wir öfters beobachten und wir brauchen auch noch neue Teleskope. Wir sind ein bisschen an der Grenze, an der unteren Grenze dessen, was man nötig hat, um wirklich gute Bilder zu machen. Wir entwickeln jetzt oder wir erweitern ein Teleskop in Frankreich. Es gehört zu IRAM auf dem Plateau de Bure in der Nähe von Grenoble steht das und wir versuchen noch ein neues Teleskop in Afrika, mindestens ein neues Teleskop in Afrika zu kriegen. Und zwar auf dem Gamsberg in Namibia in der Nähe von Windhoek. Das ist eigentlich einer der höchsten Berge im Südwesten von Afrika. Da hat man wunderbare Verbindungen nach Europa, rüber, nach Chile und zum Südpol. Und man hat genau das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße über einen. Also, das ist eigentlich der beste Ort, um das Schwarze Loch einzufangen. Und das Projekt ist jetzt in der frühen Phase. Und wir arbeiten da mit verschiedenen Teilnehmern, auch den Universitäten in Afrika zusammen, mit Kollegen bei Iram an unserer Universität in Nimwegen, aber auch sogar mit, mit Firmen, die uns helfen, unterstützen, sagen, das finden wir toll. Und verbinden das auch mit Programmen, um Astronomie populär zu machen, auch in Namibia. Weil wir haben da tatsächlich den besten Sternenhimmel, den man sich vorstellen kann. Und wenn man irgendwo Astronomie machen sollte, dann da unten in, in, in Namibia. Ja, viele der ursprünglichen Ideen und auch die ersten Experimente, die haben wir tatsächlich damals in, in Bonn gemacht, äh, in Europa und auch in, in Spanien und Frankreich zusammen. Aber sowas muss man am Ende natürlich zusammen machen. Man braucht die ganze Welt, man muss also weltweit zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich eine fantastische Erfahrung, weil, weil man lernt Leute kennen, wirklich aus der ganzen Welt. Aber es ist auch nicht immer einfach natürlich, weil... Wie man zusammenarbeitet, ist auch wieder unterschiedlich. In Asien ist es anders, in Amerika ist es anders als in Europa. Und ich denke, wir haben in Europa einen großen Vorteil. In den letzten 20, 30 Jahren hat sich das doch auch entwickelt und gerade auch in der Wissenschaft, dass wir immer öfter über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten. Das ist völlig normal geworden. Wir tun es regelmäßig und man weiß auch, man braucht einander. Man streitet auch schon mal miteinander, man hat unterschiedliche Meinungen, aber man weiß, man muss sich immer wieder irgendwie zusammenraufen. Und wir reden eigentlich... Nicht nur über uns selber, nicht nur über das, was in Deutschland passiert, sondern wir begreifen uns eigentlich als europäische Astronomen, die Teil einer Weltgemeinschaft sind. Und äh, das war sicherlich einer der großen Vorteile, die wir hatten, dass wir gut miteinander zusammengearbeitet haben und dass wir eigentlich alle Schritte, die nötig sind, um so ein Experiment zu machen, auch selber entwickelt haben und selber machen konnten und dann testen konnten gegenüber dem, äh, was zum Beispiel in Amerika gemacht wurde oder zum Teil in Asien. Und dann hat man sich auch ausgetauscht äh, untereinander ähm, und geguckt, wer ist denn besser. Und das war ein sehr spannender Prozess. Es ist manchmal auch ein sehr anstrengender Prozess natürlich. Aber am Ende muss man da durch, um zu so einem Ergebnis zu kommen. Na, ich weiß noch, wie ich vor, vor 20 Jahren ich darüber nachgedacht habe, man könnte das irgendwann sehen. Das hat mich aufgeregt. Man könnte irgendwann ein schwarzes Loch sehen und dann weiß man auch, man braucht sehr viel Geduld. Das geht nicht von heute auf morgen. Und äh, wir haben dann viele Simulationen gemacht und äh, wie so ein schwarzes Loch aussehen konnte, könnte. Und dann das erste Mal, als wir dieses Bild gesehen haben, als ich das Bild gesehen habe, das so vor 20 Jahren nur so ein Traum war, das einmal dann wirklich vor mir stand, das war schon ein ganz besonderer Moment. So als ob man 20 Jahre lang verliebt war in jemanden, der ganz weit weg war, von dem man nur Bilder gesehen hat, von dem man nur Briefe bekommen hat und der plötzlich vor einem steht und dem man ins Angesicht zu Angesicht äh, vor sich sieht. Und äh, das ist schon ein besonderer Moment, das erleben zu dürfen.